Willkommen zu Kita Today, unserem fast wegtäglichen Kita-Format. Mit mir wie so häufig meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und damit auch direkt in das Thema des Tages. Krippe, Kita und Hort. Die Aufsicht ist, das wisst ihr alle da draußen, ein elementarer Bestandteil der täglichen Arbeit. Es ist nicht der wichtigste vielleicht, aber vielleicht der zweitwichtigste, wenn wir ein paar andere Faktoren uns noch dazu denken. Jedenfalls, so wie vor Ort die Aufsicht zu gewährleisten ist, so hat das Kita-System in Deutschland auch noch eine Behörde sich ausgedacht, die ihrerseits die Aufsicht über die Einrichtungen wahrzunehmen hat. Und es gibt sicherlich in Deutschland viele sehr gut, sehr emsig arbeitende Kita-Aufsichten mit entsprechenden Beschäftigten dort, die sich wirklich voll reinhängen und auch wirklich gute Ergebnisse produzieren. Aber es gibt eben auch leider so manche Schwachstelle. Wir hatten das unlängst schon mal in einem Video drin gehabt, glaube ich. Da ging es um eine Einrichtung in Bochum, wo sich von der Kita-Aufsicht praktisch fast ein Vierteljahrhundert niemand hat blicken lassen. Darauf gab es dann eine leicht patzige Antwort, als wir auf diesen Missstand hingewiesen haben, vor allem, weil da was sehr Schlimmes passiert ist. Ja, und jetzt fühlen wir uns ein bisschen bestätigt, weil heute der Bayerische Rundfunk auch noch in einem längeren Bericht und Podcast über die Missstände etwas weiter südlich, nämlich in Bayern, zum Teil bei den dortigen, was heißt zum Teil, da sind wir ja mit sehr interessanten Prozentsätzen dabei, über die Missstände in den dortigen oder bei den dortigen Kita-Aufsichten berichtet. Was erzählen die denn? Die erzählen letztendlich, Leute, es gibt einen massiven Flickenteppich. Also die haben unter anderem eben die Kita-Aufsichten angeschrieben oder haben sie kontaktiert und haben gefragt, okay, wie sieht es bei euch aus? Könnt ihr euren Aufgaben nachkommen? Habt ihr genug Wochenstunden oder wie läuft eure Arbeit so grundsätzlich ab? Und von den roundabout 100 Kita-Aufsichten in Bayern, 103 sind es, glaube ich, haben sowieso erstmal nur 77 geantwortet, was ja schon eine ziemlich große Zahl ist. Aber davon hat ungefähr die Hälfte, von diesen 77 ungefähr die Hälfte, also insgesamt ungefähr ein Drittel, gesagt, nee, sorry, wir können unseren Aufgaben nicht nachkommen. Und das ist mal tatsächlich ein richtiges Armutszeugnis für Deutschland. Oder für Bayern, wie auch immer, wie groß man auch immer den Betrachtungsort sozusagen anlegen möchte. Aber das ist fatal, weil die Kita-Aufsicht ist ja nicht einfach nur so ein schönes Gebilde, um mal am Anfang des Einrichtungslebens sozusagen zu gucken, ob es eine Betriebserlaubnis geben wird, sondern es ist halt eine Aufsichtsbehörde, die ganze Zeit, während eine Einrichtung besteht, gucken soll, ob diese Einrichtung ordnungsgemäß und zuverlässig arbeitet. Und wenn die Aufsichtsbehörde ihrer Arbeit nicht nachkommen kann, dann heißt es, dass im Ergebnis die ganzen Kitas, die ganzen Einrichtungen, die ganzen Träger irgendwie im luftleeren Raum agieren können. Beziehungsweise man kann gar nicht mehr eine Aussage so richtig verlässlich drüber treffen, ob die Betriebserlaubnis infolge der Zuverlässigkeit weiter beizubehalten ist oder ob man da Auflagen verteilen sollte oder ob man gar vielleicht diese zurücknehmen müsste. 10 Kita-Aufsichten haben gesagt, wir haben viel zu wenig Wochenstunden, wir haben überhaupt nur 10 Wochenstunden, um uns diesem Bereich Kita-Aufsicht überhaupt widmen zu können. Das ist unglaublich, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwo in Deutschland Landkreise, in diesem Fall in Bayern, gibt, wo die Leute nur 10 Wochenstunden haben, um über wahrscheinlich recht viele Einrichtungen die Aufsicht zu führen. Manche Einrichtungen sagen, bei Beschwerden von Eltern, von Erziehenden über mögliche Kindeswohlgefährdungen fühlen wir uns gar nicht als zuständige Ermittlungsbehörde. Wir fühlen uns zwar zuständig, aber was machen, das sehen wir gar nicht als unsere Aufgabe an. Manche sagen, sie würden also Eltern eher nicht befragen, sondern nur den Träger. Also es ist irgendwie alles ein, falls der Eindruck nicht täuschen sollte, ein Larifari von manchen dort, die sich gegenüber dem Bayerischen Rundfunk geäußert haben. Wozu führt das? Und das ist
das ist halt genau das Problem. Dadurch, dass sozusagen jede Kita-Aufsicht, wenn sie denn überhaupt sozusagen Ressourcen hat, jede Kita-Aufsicht wird für sich tätig. Es scheint da keine Richtschnur zu geben, was tatsächlich zu den Aufgaben gehört. Damit dann auch entsprechend Personal und Ressourcen überhaupt zur Verfügung gestellt werden können, das scheint es nicht zu geben. Und entsprechend werkelt halt jeder irgendwie vor sich hin. Und letztendlich, wenn es irgendwie Beschwerden in einer Einrichtung oder aus einer Einrichtung gibt, hängt es letztendlich vom Zufall ab, ob ich jetzt gerade in dem Landstrich bin, wo die Kita-Aufsicht hinterher ist, oder ob ich in einem Landstrich bin, wo die Kita-Aufsicht sagt, ja, ist jetzt doof, ne? Ist ja auch nicht schön für die Kinder, aber na, was soll man machen? Wobei, Frau Kollege, ne? Also so eine Ausreden lassen wir natürlich nicht gelten. Es gibt das Bundesgesetz oder die Bundesgesetze, es gibt die Ländergesetze, es gibt so etwas wie Rechtsverordnungen und es gibt etwas wie die Fachaufsicht und die Kommunalaufsicht, so dass wir eigentlich, ne, diese Ausrede, dass die gar nicht kommen dürfte, weder vom Landesministerium in Bayern noch auf der untersten Ebene vor Ort in den Landkreisen, weil eigentlich die Aufgaben ziemlich klar verteilt sind und wer das verneint, hat eigentlich ein Problem mit seinem Verwaltungsapparat. Ach, hey, es bleibt unschön, wir gucken da weiter rauf, denken uns nur unseren Teil im Hinblick auf das gestrige Video, was ja einiges an Wellen verursacht hat. Der Städte- und Gemeindetag war nicht so glücklich über unser Video, zumindest in Baden-Württemberg, so erschien mir. Da gab es ein bisschen auf Twitter eine kleine Diskussion. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir, wie bereits angedacht, wir uns so flexibilisieren, so viele Nichtfachkräfte, fachfremde Leute in die Einrichtungen hineinschicken und Experimentierklauseln und Zukunftsklauseln und alles Mögliche, aber dann keine Aufsichten haben, wie mit dieser ganzen Geschichte umgehen können, also auch von der Power her, dann würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da schaffen wir uns ein neues Problem an der sensibelsten Stelle, nämlich beim Kinderschutz, und das sollte man vielleicht nochmal überdenken. In dem Sinne, bleibt gesund, haltet durch. Bis morgen wahrscheinlich. Bis dann. Ciao. Tschüss.